schönen guten Tag oder ein friesisches Moin Moin. Denn wie ihr unschwer an diesem Leuchtturm erkennen könnt, den ich jetzt hoffentlich mit meiner Armbewegung getroffen habe, befinden wir uns im Norden und zwar in Hamburg. Wir haben Wasser, wir haben tierisch viel Schlick unter den Füßen und es ist ein wundervoller Tag. Wir haben erstens einen wundervollen Künstler, zweitens wundervolles Wetter, drittens eine wundervolle Single und deswegen macht der junge Mann hier heute, Robin Robert sein Name, sein Videodreh zu seiner Single Wasser der Gelassenheit. Unser erstes Opfer und es läuft. Mal schauen, was es für ein Geschenk gibt. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, wir richten mal die Worte jetzt an David, denn wir haben in der kleinsten Gasse der Welt mit dem kleinsten Mikro der Welt eine unglaublich tolle Tasse gefunden. Wenn sie nicht so abscheulich wäre, würden wir sie dir sogar kaufen, aber 7 Euro dafür. Wir investieren das Geld lieber später in deinen Tonträger. Reggie, wo hast du uns denn hier hingeführt? Ja, dieses kleine Gässchen, das ist uralt, wie man sehen kann. Ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert oder so sind diese Häuschen. Und da haben die Witwen von den Krämern gewohnt, wenn ich das jetzt richtig... Entschuldigt, liebe Historiker, wenn ich das... Aber es gibt hier auch ein ganz tolles Restaurant, das heißt dementsprechend Kramer Amtsstuben, wo man auch sehr super essen kann. Und da kann man nur als Witwe rein, es wäre so traurig, wenn wir unsere Partner verlieren müssten dafür. Stimmt, aber man muss Prioritäten setzen. Du hast recht, gutes Essen, da lässt man auch schon mal den Mann gehen. Tag Matthias, du darfst muckelig mit dem Hintern im Studio sitzen, ich... Ne, muss gegen meiner Gesinnung hier körperliche Betätigung mit unserem Künstler Cosmo Klein vollbringen. Der macht das ja nicht wie ich nur zur Schadensbegrenzung, sondern ich befürchte, der hat richtig Spaß dabei. Und da kommt er auch schon, haben wir ein Timing. Cosmo, du machst gerne Sport? Moin, moin, ja, ich mache gerne Sport. Das finde ich gemein, ich mache nicht gerne Sport, aber wollen wir mal gucken, wie fit du bist. Denn wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und heute einen Bungee-Running-Parcours für dich aufgebaut. Und ich denke, da wäre ich dich schlau. Du probst Singen beim Laufen, warum macht man das? Ja, ich probe nicht Singen beim Laufen, sondern ich singe beim Laufen, das ist richtig. Aber erst, wenn ich dann auch schon so ein bisschen außer Atem bin. Weil, wenn man auf der Bühne singt, ja, und sehr in Aktion ist, dann verliert man schnell die Stütze, die ja sehr wichtig ist beim Singen. Und das kann man beim Laufen sehr gut trainieren. Dann singe ich so mein Programm durch. Außerdem bin ich sehr textschwach und dann kann man das nebenbei auch noch üben. Ja? Und... das ist einfach gut für die Stütze. Und man, ich habe das übernommen von meiner Freundin Beyoncé, ne? Die hat das früher auch immer gemacht. Und die hat mir das gezeigt und ich habe das einfach beibehalten. Ich bin ja auch so ein bisschen die Beyoncé von Neue Helden. Deswegen haben wir jetzt eine bezaubernde Assistentin hier. Wie ist dein Name? Susanne. Die Susanne wird uns jetzt da festschnallen und todesmutig werde ich das mit dem Cosmo mal ausprobieren. Oder? Machen gut. Wir. Okay. Wir haben ja gerade einiges gegeben. Ich bin noch nicht davon überzeugt, jetzt auch jeden Tag laufen zu gehen, aber ich glaube, der Cosmo ist es. Cosmo, was bedeutet denn Sport für dich? Warum macht man das? Du hattest auch eine Vergangenheit, in der du mal nicht so auf deinen Körper geachtet hast, sondern dir alles gegeben hast, was so ging. Und ist Sport jetzt der Ausgleich in diesem Moment, um dich und deinen Körper bei Laune zu halten? Ja, es ist jetzt nicht so klischeehaft, dass ich jetzt früher drogenabhängig war und jetzt will ich unbedingt jeden Tag Sport machen. So ist es nicht. Also ich nehme trotzdem immer noch Drogen und mache Sport. Und Kinder, er hat gelogen. Christiane Paul, finde ich ganz großartig, hat heute Geburtstag. Die ist nämlich nicht nur Schauspielerin, Mutter, sondern auch noch Ärztin nebenbei. Also eigentlich unsympathisch zu beneiden, aber eine ganz tolle Frau. Und wurde 91 schon für den Film entdeckt und ist erst 32. Jetzt rechne das mal im Kopf aus. Das kann ich nicht. Aber toll, sie hat auch einen Vornamen zum Nachnamen, genau wie du. Toll, ne? Ja. Aber ihrer ist irgendwie ein bisschen eleganter, finde ich. Findest du? Ja, wer? Nee, Paul? Nee. Na gut, da hast du vielleicht recht. Ja, alle hauen auf den armen Jürgen Klinsmann drauf. Seit dem 1-4 gegen Italien hat keiner mehr Vertrauen in unseren Cleansy. Politiker fordern ihn vor den Untersuchungsausschuss. Also es gibt nur Ärger, sogar Kaiser Franz schimpft auf den guten Mann. Und, wie gefällt's? Gut. Und was hat der junge Mann für ein Geschenk verdient? Also so gehe ich natürlich auch zum Flohmarkt und gebe dann mal ein ganz teuerstes Geschenk weg. Was möchte er denn? Eine Tasse? Das weiß man nicht, was er möchte. Ich würde sagen, Sie haben die Musik gehört und Sie entscheiden jetzt, was am besten zu ihm passt. Ich kann ihm doch schlecht eine Puppe geben. Warum nicht? Sieht ja doof aus. Wenn das nach... Untersetzer. Das ist doch herrlich. Untersetzer macht keine Ringe auf dem Tisch. Das ist auch eines der besten Geschenke. Nee. Also er kriegt den Hund. Er kriegt den Hund, natürlich. Ne? Also, darf ich Ihnen das mal kurz in die Hand geben? Er kriegt den Hund. Ist er nicht süß? Oh, und es sind bestimmt noch mehr als ein Tier in diesem, viel Spaß damit, Roger. Matthias, typische Männersachen sind also ein Kuschelhund mit kleinen Eumels an Bord, ein
Künstlerschal, ein Föhn und eine psychedelische Platte. Ob das Männersachen sind, kannst du gleich einfach klären. Und ich muss jetzt mal zusehen, wie ich die Couch noch ins Studio kriege.